Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Hüsamettin Eryılmaz. Ich bin Vorsitzender des Kreisausländerbeirats Offenbach. Wie Sie aus den Wahlplakaten in Ihrem Wohnort entnehmen, findet am 14. März 2021 in Hessen die Kommunalwahlen statt. Die Ausländerbeiratswahl in Hessen findet erstmalig gleichzeitig mit der Kommunalwahl statt. Der Ausländerbeirat ist ein politisches Gremium, das von Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit direkt und demokratisch gewählt wird. Der Ausländerbeirat setzt sich politisch für ihre Interessen und ihre Rechte ein. In ihrer Stadt und im Kreis Offenbach ist ihr Sprachrohr und ihre Stimme in ihrer Stadt und im Kreis Offenbach. Der Ausländerbeirat setzt sich für die Integrationspolitik und gestaltet sie aktiv mit. Er setzt sich gegen Diskriminierung, Rassismus und jegliche Formen von Extremismus ein. Einige Beispiele der Themen des Ausländerbeirats sind Chancengleichheit in Kindertagesstätten, Schulen und in Bildung, interkulturelle Öffnung der Verwaltung und Behörden, Einsatz für ein gleichberechtigtes und friedliches Miteinander der Menschen, Förderung des Dialogs der Kulturen und Religionen und Verbesserung der Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen, Frauen, Senioren und Geflüchteten. Bürgerinnen und Bürger ohne deutschen Pass, daher mit einem ausländischen Pass, auch EU-Bürger und Bürger und Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Staatenlose, die seit 6 Wochen in ihrer Stadt leben und das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind Wähler und Wähler des Ausländerbeirats. Meine Damen und Herren, Sie haben schon die Wahlbenachrichtigungskarten durch die kommunalen Wahlämter erhalten. Bitte heben Sie Ihre Wahlbenachrichtigungskarte bis zum 14. März auf und gehen Sie hiermit Ihnen zugewiesene Wahllokal zum Wählen. Sie haben auch Briefwahlmöglichkeit. Sie können Briefwahlanträge in Ihren Rathäusern stellen und dann Ihre Stimme per Brief abgeben, damit Ihre Interessen weiterhin mit Gewicht vertreten werden und Sie Einfluss auf die politischen Entscheidungen haben. Nutzen Sie Ihr Stimmrecht. Gehen Sie wählen. Machen Sie mit. Vielen Dank.